Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und es ist, wir stehen immer noch vor der Ruine unserer mal angefangenen Basis, haben aber so festgestellt, dass wahrscheinlich das Bauen von irgendeiner Basis irgendwo gar nicht mehr so wirklich im Sinne von dem ist, was dieses Spiel zurzeit irgendwie sein möchte oder mal werden möchte, sondern dass es wahrscheinlich wirklich ganz gut ist, auch ein bisschen unterwegs zu sein und sich ja in den hier zur Verfügung stehenden Städten und so dann irgendwo einzunisten. Irgendwie. Deswegen ist jetzt ein bisschen die Überlegung, rennen wir jetzt in Richtung Großstadt oder eher nicht? Es ist Tag 7, 18 Uhr. Wir haben noch 4 Stunden Helligkeit. Das ist ja jetzt auch Alpha 12.4 umgestellt worden, dass die Nacht standardmäßig von 10 bis 4 Uhr morgens geht. Und wir müssen hier irgendwie, glaub ich, auf jeden Fall erstmal weg. Und es gab ja den Tipp, wir sollten vielleicht versuchen, diese Höhle zu erreichen, die wir gefunden haben. Also da, genau, das habe ich auch gelesen, da können wir wohl relativ gut Schutz finden. Ja, weil uns die dann, da reicht das Pathfinding wohl irgendwie noch nicht aus. Denn ansonsten in die große Stadt, ich glaube, dafür haben wir jetzt auch zu wenig Zeit. Also versuchen wir mal in die Richtung. Ich hatte mir ja dann einen Wegpunkt gesetzt. Du, dann laufe ich dir einfach hinterher. Ja, laufen wir doch einfach hinterher. Das ist doch ohnehin das, was du am besten kannst. Ansonsten, bist du eigentlich infiziert? Nee, ne? Wir sind alle oft genug gestorben, um nicht mehr infiziert zu sein. Ja, genau, so geht's mir auch. Wo bist du denn jetzt, verdammt? Ich bin, musst du mal Follow machen hier. Track Friend. Ich bin in Richtung Westen gelaufen. Hast du? Ich finde die Taste dafür nicht mehr. M wie Martha, glaube ich. Ah. Right. Ich höre hier auch einen Bären. Den höre ich auch. Das ist gut. Jetzt höre ich auch Zombies. Hat das jetzt funktioniert eigentlich? Hast du den Invite bekommen? Guten Tag. Was für ein Invite? Ja. Na, ich hatte dir ja einen Friend-Request geschickt, damit du... Wir sind doch schon Freunde. Nein, das hat er, glaube ich, nicht gespeichert. Also bei mir sind wir keine Freunde. Achso. So, jetzt machen wir mal einen flinken Fuß, 19.30 Uhr. Wir scheißen jetzt erstmal. Wir haben natürlich durch den Verlust unserer Basis alles eingebüßt, was wir so an gelagerten Gütern hatten. Also sprich auch sämtliche Nahrungsmittel. Ich weiß nicht genau, wie es da bei dir jetzt aussieht, aber... Weiß ich auch nicht. Und meine gesamten Leisten sind winzig. Also sowohl Lebensenergie als auch Stamina ist... Ich bin natürlich so... Aber du bist, glaube ich, auch ein paar Mal... Mehr gestorben als du. Noch. Natürlich, natürlich. Das ist, weil ich mich grundsätzlich auch dämlicher anstelle. Ja, das ist richtig. Ja. Aber das macht nichts. Das ist, wie gesagt, das ist Teil der Faszination. Was ist hier für ein... Da steht irgendwie so ein Typ mitten in der Gegend rum. Der kriegt aber gleich mal... Wiedersehen. Hier vorne ist ein kleines Zeltlager. Ja, da sind wir dann nicht mehr ganz so weit weg von dem... Die Frage ist... Achso, laufen wir jetzt direkt zur Höhle? Ja, war jetzt der Plan. So viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Das ist richtig. Verstehst du, wir haben doch keine Zeit. Meine Stamina ist schon wieder alle. Ich glaube, hier kloppen sich schon wieder irgendwelche Zombies mit Bären. Naja. Ich finde das gut, dass die sich miteinander beschäftigen. Ja. Dann wird uns das ein bisschen abgenommen. Hast du eigentlich noch irgendwas zu essen dabei? Ich weiß es nicht. Gut, wir gucken nach, wenn wir da sind, sagst du? Richtig, wir werden es erleben. Ja. Hier ist das, glaube ich, jetzt auch irgendwo. Hier ist noch so ein Dicker, den müssen wir, glaube ich, noch mit vernichten. Hey, das war aber doch ein sauberer. Sehr gut. Hat der was? Ja, der hat tatsächlich sogar eine Dose mit was zu essen. Also praktisch. Naja, die Dicken halt, ne? Die haben immer was zu essen. Richtig, die sind immer vorbereitet. Wobei gerade... Oh, hier ist die Höhle. Ah. Munition und Stahlpfeile. Okay, irgendwie alles. Lass ich erstmal alles drin. Das können wir jetzt irgendwie nicht mehr tragen. Mein Inventar ist nämlich voll. Gehen wir jetzt hier runter? Haben wir eine Fackel? Gute Frage. Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Wir müssen da jetzt trotzdem runter. Geht nicht anders. Warum ist das hier so rot? Aber du hast doch... Ich habe Fett dabei. Ah, ja, da brauchen wir... Wir können ja unten noch ein Feuer machen, oder? Das Holz hast du noch dabei, oder? Ja. Ja. Also, was auf jeden Fall gesagt wurde, es wäre wichtig, irgendwie zu beachten, ob es tief genug runter geht. Man soll wohl so tief wie irgend möglich nach unten. Na, im Moment geht es auf jeden Fall tief nach unten. Was ist das mit diesen Stacheln hier? Kann man sich daran wehtun? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, das sind Stalagmiten. Die sind nur zur optischen Untermalung. Hier ist irgendwie auch Eisen, by the way.
Und jetzt wird's richtig finster. Und warum höre ich hier, sind wir hunted? Nein, ich bin undetected. Das geht ja richtig weit runter. Das hört doch überhaupt nicht auf. Sind noch mehr Stalagmiten. Und mach doch mal eine. Was braucht man für eine Fackel? Na, Tallow. Wir haben kein Tallow. Wenn du Animal Fat hast, können wir Tallow kochen. So, jetzt ich habe Animal Fat. Ja, deswegen. Dann können wir ein Feuer machen irgendwo. Aber erstmal müssen wir noch weiter nach unten. Ich hoffe übrigens auch ganz, ganz dringend, dass hier unten nicht auch noch irgendwo Viecher sind. Jetzt ist es so dunkel, dass ich nicht mehr sehe, wo es hingeht. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was ich noch sehe, bist du. So, dann machen wir jetzt mal, dann mache ich mal ein Campfire. Ich habe nicht genug Stein für ein Campfire, glaube ich. Ja, Stein kann ich dir geben. Na, mach doch einfach selber ein Campfire und stell es mir. Ich habe ja kein Holz. Brauchst du Holz für ein Campfire? Brauchst du Ach so, Stein? Weiß ich nicht. Für ein Campfire brauchst du 8 Steine. Praktisch. Ich hatte exakt 8 Steine. Das ist ja Mangelwirtschaft. Meine Fresse. Ja, und dann versuch das ja, mal. Ja, wo stell ich das? Du musst das ja auch finden, oder? Na, ich stell das zwischen uns beide. Ja. Da. Ja, ich sehe. Das sieht man sogar. Ja. So ein bisschen. So, und jetzt. Jetzt mache ich da mal das Tallow rein. Nein, da kannst du gerade nicht, weil ich bin gerade dran. Aber ich mache erstmal Licht. So. Ach Quatsch, nicht das Tallow, das Animal Fat mache ich da jetzt. Du hast rein. Tallow? Dann brauchen Nein, habe ich nicht. Na dann, Mann. Aber wir brauchen doch noch einen Topf oder sowas, oder? Ja, stimmt. Haben wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, dann hat sich das ja auch erledigt. Dann bleiben wir einfach in der Nähe von diesem Feuer. Wir hoffen einfach, wir sind schon weit genug unten. Wir können das Feuer ja auch nicht wieder einpacken. Nee, das hat alles nicht überlebt. Ich habe mehrere Schaufeln und so eine Scheiße. Keine Sau braucht. Doch gut. Wie ist das Feuer schon wieder ausgegangen? Ich habe nur Holzplanken. Habe ich kein normales Holz? Es brennt länger. Kohle habe ich? Habe ich Kohle? Was ist das hier? Eisenfragmente? Nee. Dann. Aber Holzplanken habe ich auf jeden Fall ohne Ende. Klasse. Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr viel. Ja, aber ich meine, wir brauchen das Feuer ja auch nicht. Na, zum Sehen. Zum Sehen wir wenigstens was. Was willst du denn sehen? Keine Ahnung. Wenn hier Leute an die rankommen, würde ich das gern sehen. Wir können jetzt natürlich auch nicht sehen, ob... Erhöht das Ding nicht auch die Heatmap? Garantiert! Wir können ja... Es ist bestimmt alles schon wieder total falsch, aber es ist so duster. Ich sehe da unten in die Richtung, wo es weitergeht, sehe ich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. So. Dementsprechend, glaube ich, ist es besser, wenn wir jetzt erstmal hier zumindest mit diesem Feuer so ein ganz kleines bisschen. Es ist jetzt 0 Uhr. Dann tanzen wir ein bisschen um das Feuer. Dann fängt es an zu regnen. Kenn ich doch. So. Aber hast du vielleicht eine leere Dose? Dann können wir vielleicht, mit der leeren Dose. Können wir damit vielleicht Tallow kochen? Mit der leeren Dose geht das? Oh. Nee. Ja. Kann die nicht reinmachen bei Cookware. Nee, bei Cookware kannst du einen Stick reinmachen. Ach so, und dann kannst du mit dem, mit den leeren Dosen, musst du die mit Wasser füllen, dann kannst du damit nur Wasser kochen. Ich glaube nicht, dass du da was anderes, da kannst du das Animal Fat kannst du nicht in die leeren Dosen füllen, was schade ist, aber. Nee, das funktioniert alles nicht. So, was habe ich sonst noch? Bisschen hier Zeug, da Zeug. Ich habe noch eine Dose Suppe und eine Dose Hühnchen. Ich habe Honig. Du hast Honig, ne? Ist da auch schon mal gut. Hab ich so viel Zeug? Wieso habe ich hier eigentlich... Und Eier. Eier habe ich auch 8 Stück. 17. Und ich habe mehrere Steinäxte. Übrigens. Brauchst du sowas? Jo. Ist das? Ja? Ich würde dir eine abnehmen. So, dann lege ich die mal hier freundlich hin, die noch ein bisschen besser in Schuss ist. Die müsste jetzt hier irgendwo rumliegen. Muss mal ein bisschen gucken. Den Knochen hast du dir jetzt, glaube ich, auch noch genommen, den ich da hingeworfen hatte. Aber guck mal, da oben kann ich jetzt Licht am Ende des Tunnels erkennen. Siehst du das? Ja, sehe ich auch. Nein, ich glaube, das täuscht. Ich glaube, dass wir sind nur jetzt erst hier an dem Punkt, wo wir den Einfluss des Tageslichtes nicht mehr wahrnehmen. Das ist, glaube ich, ein gewaltiger Unterschied. Klebeband, allen möglichen Scheiß. Wurden klar. Papier. Dreck. Kotten. Das kann ich doch bestimmt hier auch. Achso, nee, halt!
Hm. Nein, ich wollte... Oh, shit. Wie kann man das abbrechen? Ich kann das hier rausnehmen. Ich hätte das wahrscheinlich über Craft machen müssen. Resources. Cloth Fragment. Einmal alles bitte. Gott, ich kann jetzt Zement herstellen. Du kannst Zement herstellen? Aus was macht man das denn? Keine Ahnung. Aber ich habe das Buch gerade dazu gelesen. Ach so, naja, ist auch gut. Ich finde es auf jeden Fall günstig, dass du dir ein bisschen die Zeit mit Lesen vertreibst. Ist auf jeden Fall praktisch. Wird das wieder heller gerade? Möglich, ja. Also die Lichtstimmung hat sich etwas verändert bei mir. Ja, bei mir auch. Was auf jeden Fall, glaube ich, ich guck mal kurz, wie lange das hier noch, eine Minute, das müsste auch funktionieren. Also ich nehme an, dass wir jetzt hier auch verschont geblieben sind von der Feral Horde. Also zumindest war bestimmt gar keine da. Ja, ja, klar. Also ich glaube, die Höhle ist eigentlich cool hier irgendwie. Wenn man ein bisschen Licht hätte, dann das geht hier bestimmt noch echt eine ganze Ecke weiter. Ich glaube, hier geht es ein bisschen um die Ecke. Ja, jetzt kann ich hier unten auch die Sonne aufziehen sehen. Siehst du das? Ja, jetzt ist es wieder düster. Ja, ja. Mhm. Aber eben war es kurz da. Man hört auf jeden Fall einiges an Hunden oder Wölfen da oben. Ich nicht. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen unspannend irgendwie, aber was soll sein? Endet die Höhle hier? Ah nee, aber hier geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter runter. Krass, hier kann man jetzt ein bisschen was sehen. Da hinten ist ein Ausgang. Ja, naja, oder zumindest wird es da heller. Ob das ein Ausgang ist, werden wir sehen, wenn wir da sind, aber... Das könnte auch... Ich glaube, das ist einfach bloß ein größerer Raum hier. Jetzt ist hier, hat sich aber auch die Soundkulisse verändert. Ja, das ist ein großer Raum. Und da unten liegen Leichenteile. Ey, wollen wir unsere Batcave bauen? Was sind das für komische... Was sind das für komische Leichenteile da unten? Aber hier, pass auf, dass du da nicht runterfällst. Kommen wir nie wieder hoch. Wir haben keine Fackeln. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, auch ganz cool. Ein bisschen langweilig wahrscheinlich hier unten. Ja, auf Dauer. Da gibt es ja auch keine Lebensmittel. Ja, richtig. Aber lass uns mal ein Dorf suchen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber was nicht allgift? Also ich meine, so eine große Höhle ist schon, das ist schon interessant. Warum bist du eigentlich so blass? Ich krieg kein Sonnenlicht ab. Ja, du hängst zu viel in Höhlen rum. So, eine halbe Stunde ist noch Dunkelheit. Achso, wie lange laufen die Zombies? Auch bis 4 Uhr, oder? Ja, genau. Also das ist jetzt sozusagen verändert worden. Wir können jetzt, glaube ich, vorsichtig schon mal nach oben laufen. Hier liegt auch eine Leiche. Naja, wo kommt die her? Hier war es so dunkel, die haben wir nicht gesehen, als wir reingekommen sind. Oh, Pilze. Hier wachsen Pilze. Achso, Pilze, hab mich ein bisschen gewundert immer. Ne, hier Pilze, aber okay. Aber haben wir das auch mal gesehen? So, jetzt ist auf jeden Fall Tag. Und wenn wir oben sind, ja, also genau, es kommt nämlich die wunderschöne Tagmusik. Und wenn wir oben sind, dann machen wir erstmal eine Kartenbetrachtung und überlegen uns mal, wo wir langlaufen, ne? Vielleicht machen wir das hier unten, bevor wir... Na, jetzt ist doch Ruhe da oben. Na gut. Also, dann können wir vielleicht auch gleich ein bisschen sehen. Stimmt, hier gibt's Pilze, ja. Jetzt auch gerade kurz an meinem Mauszeiger gesehen. Man muss hier immer ein bisschen springen, wenn man hier hoch möchte, ne? Mhm. Aber ich sehe auf jeden Fall den Ausgang. Hast du die Pilze mitgenommen? Ja, na, vielleicht kann man die essen. Aber die muss man bestimmt zubereiten vorher. Was ist das? Weiß kein Mensch. Oh, es ist ein bisschen diesig. Also... Wetter ist jetzt ist schlechtere Sichtweiten. Ich lasse auf jeden Fall mal den Wegpunkt hier bei der Höhle. Das ist auf jeden Fall was für später. So, und jetzt guck mal, wenn wir auf die Karte gucken. Was ist denn mit der west-nordwestlichen Richtung? Wenn wir da irgendwie weitergehen. Ja, können wir machen. Weißt du, dann gehen wir irgendwie da so hin und gucken mal, wo uns das hinführt. Und dann ist jetzt erstmal wieder ein bisschen... Aber auf der Straße, oder? Ja. Na, weil... Also die führen dann auf jeden Fall dahin, wo... Zu größeren Örtlichkeiten. Ja, genau. Wo Zivilisation ist. So. Und das ist jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Wandern angesagt. Aber das ist, glaube ich, Teil der Verabredung. Ich hoffe mal,
Ist das eigentlich so, dass uns jetzt trotz allem jede Nacht irgendwie so eine Feral Horde bevorstehen könnte? Oder ist das jetzt, weil wir Tag 7 hinter uns gebracht haben, nicht mehr ganz so aktuell, bis Tag 14 kommt? Wissen wir das? Wissen wir nicht. Kann ich dir nicht sagen. Gut. Oh, tja. Natürlich. Bleib nicht stehen, der Bär ist aggro. Der Bär, sag doch was. Ich wusste nicht, dass du dich hier mit Bären angefreundet hast. Oh ja. Vielleicht kümmert der sich ja auch um... Nee, für die Zombies interessiert er sich nicht. Du, der Bär ist... Den Bär sind wir losgeworden. Ich höre ihn aber immer noch. Es wird ein anderer Bär sein. Nee, das ist der, aber der hat keine Ahnung mehr. Nicht so nachtragen. So, hier ist eine Kreuzung. Kurz Karte gucken. Was sagst du denn? Na, da hinten ist Schneegebiet, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Na, das Schneegebiet ist doch variabel. Naja. Aber die Straße da hinten dreht die schlussendlich in die gleiche Richtung wie die hier rechts? Dann gehen wir hier rechts. Also die Frage ist, ob wir dann schon wieder eher so ein bisschen im Kreis laufen, aber ich glaube, es geht. Also dieser Nebel ist auch sehr interessant, oder? Also. Was rennst du denn so komisch im Kreis? Ja, jetzt macht die Straße hier eine Biegung zurück. Ja, hier ist rechts, habe ich ein Haus gesehen. Mehrere Häuser. Wir haben ein Dorf gefunden. Nee, hier waren wir noch nicht, aber wir haben ein Dorf gefunden. Also zumindest eine Ansammlung mehrerer Häuser, siehst du? Ah. Praktisch, oder? Ja. Und hier dann, da wurde ja gesagt... Ja, das ist ein kleines Dorf. Ja, ja, das ist aber doch genau das, was wir wollten. Und hier sollen wir auf jeden Fall gucken auf so einen Shop rauf. Das habe ich muss ja gestehen, das habe ich tatsächlich ausprobiert. Und es funktioniert gut. Gefällt gut. Hast du die Krankenschwester? Nee, ich habe den anderen gerade erschossen, glaube ich. Nee, den habe ich erschossen. Weißt du, oder wir haben den gemeinsam erschossen, weil du einmal auf die Krankenschwester geschossen hast, dachte ich, nehme ich den anderen. Sehr gut. Ich finde, wir suchen uns am besten zuerst mal so einen Shop, wo wir ja so ein bisschen Kisten hinstellen, um das Inventar leer zu kriegen, weißt du? Ja, ich bin nämlich total voll, das kann eh nicht Ja, ich auch. Machen. Also, naja, also nicht, ne, ich habe so ein bisschen was weggeschmissen gerade, aber was ist das hier? Achso, das ist dieses Moldy Bread, was man braucht für Antibiotika. Das nehme ich mal mit. Kaffee lass ich mal drin. Einfach, weil ich nicht so viel tragen kann. Ich weiß, Kaffee ist gut. Ich weiß, dass Kaffee gut ist. Oh. Osama. Osama? Na Jana. Jana? Au, 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 au. Lass du dich hauen? Ja, natürlich tue ich das. Du kennst mich doch. Eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen, aber du siehst da auch so aus, hättest du eine Menge Freunde. Ja, du. Du bist halt auch sehr, sehr beliebt. Ja, die Stadt ist jetzt hier natürlich noch voll. Pass auf, genau da, links von dir. Mhm. Haben wir wieder auf dieselben geschossen. Ich habe die Krankenschwester. Die dahinter. Und dann habe ich den Oder Typen rechts. Ja, ich auch nicht. Da muss ich jetzt... Ja, vielen Dank. Ich hab rechts die... Ah, ich werde schon wieder gehauen. Au, 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 au. Ach, Mann. Man muss... Pass auf, hinter dir kommen aber auch schon wieder Menschen. Mehrere. Was du die als Menschen bezeichnest? Naja. Wir schießen schon wieder auf die gleichen, ne? Ich nehme die hier links. So. Okay, wie sieht's bei dir aus? Ja, ganz gut. Gut, ja, bei mir soweit. Oh, der Dicke kriegt erstmal noch einen verpasst. Nimm den vorne. Ist mein letzter Pfeil. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe noch genug Pfeile. Ich habe nicht genug Steine für genug Pfeile. Also ein bisschen. Fünfe habe ich mir jetzt noch hergestellt. Ja, geh mal suchen. Oh, ich habe einen gefunden. Noch einen. So. Aber... Diese Wackler, ne? Der darf man halt... Oh, ich schieße natürlich auch die 5 Pfeile, die ich habe, die schieße ich natürlich auch daneben. Bin so ein Trottel. Also, mehr Pfeile. Was fehlt mir? Ich habe keine Sticks mehr. Verstehe. Hier hinten ist übrigens so ein Shop.
Hier ist so ein Shop. Ja, lass mal da hinlaufen, bitte. Ja, ich bin dabei. Ah ja. Weißt du, das Ding hier. Und die sind praktisch. So. Und jetzt können wir noch ein paar Arrows herstellen. Okay. So, den nehmen wir uns jetzt vor. Und dann müssen wir ein bisschen gucken. Also wie gesagt, ne, Türen sind vollkommen überbewertet. Mach du mal die Türen da auf, bitte. Genau, das machen wir hier auf. Und wir schließen das nur mit den Woodframes. Mhm. So. Sind wir hunted? Nein, wir sind undetected. So, ich mach gleich mal wieder hinter dir zu hier. So. Genau, können wir gleich mal ein bisschen durchgucken hier. Ja, das bringt halt nicht so viel, weil ich kann einfach nichts mehr aufnehmen. Ja. Ich mach mal hier noch auf und wieder zu. Wir gehen erstmal nach oben und... Erstmal säubern hier oben. Wobei, also irgendwo müssen hier ja noch welche sein. Achso, ich muss hier noch wieder den Türrahmen rausnehmen. Das habe ich schon mal festgestellt. Der Türrahmen hier verhindert, dass ich da Blöcke reinsetzen kann. Das dauert natürlich 100 Jahre. Ich höre natürlich auch noch überall Zombies. Ja, die haben sich jetzt so langsam hier versammelt wieder. Ja, die sind uns doch ein bisschen hinterhergekommen. So, jetzt kann ich hier, glaube ich, zumachen. So. Bist du schon nach oben jetzt? Ich bin schon ganz oben, ja. Ganz oben. So, genau. Dann komme ich mit dir mal hinterher. Und dann haben wir das eigentlich auch geschafft. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, hier oben so ein paar Kisten hinzusetzen, um unseren Scheiß da einzusortieren und von Anfang an gleich, ja, zur Beruhigung all eurer Gemüter, eine halbwegs vernünftige Sortierung für unseren Stuff hier oben einzurichten und richten uns hier so ein kleines bisschen ein. Und das habe ich jetzt, glaube ich, 5-mal gesagt. Macht aber nichts. Machen wir aber alles erst in der nächsten Folge. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.